Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part dieses wunderschönen Spiels im Schnee. Und da hörte man ja meinen Gast immer noch. Wieder. Lina, warte. Ich werde den... Liana heißt sie. Ist mir egal, wie die... Okay, Liana. Ich werde den Entfaltungsritus an eurer Stadt vollziehen. Okay, Ritus. Ihr Name ist Ophelia. Und sie ist Kellrikerin. In ihrer Heimatstadt Flammhult erhebt sich die große Kathedrale über alles. Hinter ihr schützenden Mauern verbirgt sie ihr Tage im Dienst der Flamme. Sie hilft Liana, ihrer lieben Freundin und Schwester, sich auf den Entfaltungsritus vorzubereiten. Eine heilige Wahlfahrt, die alle 20 Jahre stattfindet. Aber am Abend vor Lianas Abreise spielt sich eine Tragödie ab. Ophelia macht sich bereit, die Wahlfahrt anzutreten und mit den Traditionen ihres Glaubens zu brechen, um ihre Adoptivfamilie zusammenzuhalten. Auf diesen Weg braucht sie tapfere Verbündete. Ja, auf jeden Fall. Und dafür... Er weg. Ja, auf jeden Fall beginnen. Come in. Herein. Möge die heilige Flamme euren Weg an diesen wunderbaren Tag erleuchten. Und möge sie euch für immer wärmen. Zwei Kindsköpfe. Wie oft haben wir dieses Formel schon zitiert, und doch scheint sie nur einen ganz neuen Bedeutung zu entwickeln. Mit jedem Tag rückt meine Abreise näher. Vielleicht bin ich noch nervöser, als ich dachte. Liana? Du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen. Ich werde als Wahlfahrerin geboren. Mein Vater hat diese Pilgerreise vor 20 Jahren auch unternommen. Und als seine Tochter kann ich ihn doch nicht enttäuschen. Du bist wirklich unglaublich, Liana. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Was denn? Als einzige rechtmäßige Tochter des Erzbischofs erwarten alle immer so viel von dir. Und doch hast du nie jemanden enttäuscht. Jede deiner Predigten ist inspirierend als die einer zuvor. Und dann die Wallfahrt. So viel lastet dabei auf deinen Schultern. Sei nicht albern, ich bin doch nicht allein. Ich hab doch dich, oder? Und alle die anderen in der Kathedrale. Du hast mir doch geholfen, ein Thema für meine letzte Predigt zu finden. Ophelia, und bist nächtelang wach geblieben, um sie mit mir zu schreiben. Zwei offene Ohren und ein paar schöne Worte waren alles, was ich beitragen konnte. Ich wünsche nur, ich könnte alles tun, das dir wirklich hilft.
Ach, vergiss deine Sorgen und komm einfach. Komm, meine Schwester. Vater erwartet uns in der Kapelle. Lauf, Mädchen, lauf! Am Anfang schufen die 13 Gottheiten das Land. Sie formten die Berge, füllten die Meere und schenkten mächtigen Bäume und Wildtiere das Leben. Und dann schufen sie die Menschen, damit sie herrschen sollten über das Land. Doch einer der Götter, Galdera, war zu gierig, um sich vor seiner Schöpfung zu trennen. Die 12 Gottheiten des Guten waren zu einem verzweifelten Kampf gegen den grausamen Geralt gezwungen, dem Herrn über die schrecklichen Zauber. Schließlich war es Alferic, der den Konflikt beendete, der Flammenträger und Herr über alles, was heilig ist. Alferic ließ Astralfeuer auf Geralt herabregnen, beraubte ihn so seiner Kräfte und schloss ihn in der Nachwelt ein. Die göttliche Flamme, die alle Schatten vertrieb, das ist die heilige Flamme, die das Land Ostra erhält und das Volk so wärmt und Führung bringt. Ah, da seid ihr ja, meine Mädchen. Eure Exzellenz, möge die heilige Flamme euch den Weg erleuchten. Wären wir hier gebraucht, Vater? Ich wollte euch nur sehen. Das ist alles. Macht ruhig mit euren Aufgaben weiter. Wie ihr wünscht, Eure Exzellenz. Es kommt mir so vor, als wärt ihr beide von einem Augenblick zum anderen erwachsen geworden. Ophelia, wie lange ist es schon her, seit du zu uns gekommen bist? 15 Jahre, Eure Exzellenz, beinahe. 15 Jahre, ich soll mich wohl nicht wundern, dass du so gewachsen bist. Ich war ein Waise, Eure Exzellenz, halb verhungert und krank. Ich wäre heute nicht hier, hättet ihr euch damals meiner nicht angenommen. Vielleicht habe ich es nicht oft genug betont, während ich heranwuchs, aber mein Herz ist voller Dankbarkeit für alles, was ihr mir gegeben habt. Das bedarf keine Worte, mein Kind. Wir folgen all dem Weg, den uns die heilige Flamme erhält. Komm, Feli. Wir sind eine Familie. Du, Vater und ich. Da muss man doch nicht so förmlich sein. Warum solltest du dich bei uns dafür bedanken, dass wir bei dir sind. Dafür ist eine Familie doch da. Natürlich, ja. Natürlich, du hast recht, Jana. Und abgesehen davon ist Vater hier vielleicht ein großartiger Erzbischof, aber wir wissen doch, so ist er nur ein alter Faulenzer. Stimmt's, Vater? Ein alter Faulenzer, jetzt verletzt du mich aber, Jana. Ich weiß, dass sich deine Pflichten in der Zentrale sehr in Anspruch nehmen, Vater, aber mal ehrlich, im Haushalt bist du keine große Hilfe. Will es dich umbringen, mal zu kochen oder hin und wieder auf den Bücherregal Staub zu wischen? Meine Güte, also wenn du es so sagst, dann bin ich wohl wirklich kaum zu gebrauchen.
Selbst der großartige und beliebte Erzbischof bleibt in den kritischen Augen seiner Tochter hinter den Erwartungen zurück. So scheint es, Ophelia. So scheint es. Und jetzt sagt mir Liana, bist du bereit für deine Reise zur Höhle des Ursprungs? Aber natürlich, Vater, ich bin bereit. In den hintersten Winkeln der Höhle wirst du die erste Flamme finden. Du wirst den Kirchen im ganzen Land ihr Glut bringen und die heiligen Feuer zu schüren, die weit und breit zu Schutz und Wärme sorgen. Das ist der Enthaltungsritus, der seit ewigen Zeiten gepflegt wird und alle 20 Jahre stattfindet. Deine Reise wird nicht einfach sein, sobald du auch nur einen Fuß in die Wildnis gesetzt hast. Warten grenzenlose Schurken und wilde Tiere auf dich. Aber viele Diener der Kirche haben sich im Laufe der Geschichte auf diese Reise gemacht und einige sind nie zurückgekehrt. Aber ich weiß, dass du es schaffen wirst, meine Tochter. Alle glauben fest an dich. Du hast mein Wort, Vater. Ich werde weder dich noch sonst jemanden enttäuschen. Ich werde den Brauch entsprechen, genau wie du es vor 20 Jahren getan hast. Sehr gut, mein Kind. Sehr. Vater! Ist alles in Ordnung, Eure Exzellenz? Nichts, worüber du dir Sorgen machen solltest. Ich komme ehrlich in die Jahre. Aber ihr dürft nicht so pessimistisch sein, Eure Exzellenz. Es gibt noch so viele von euch zu lernen, bevor wir zulassen können, dass ihr zum Erzbischof Emeritus werdet. Ophelia hat recht, Vater, wie immer. Du sollst dich für den Rest des Tages zurückziehen und neue Kräfte sammeln. Wir können uns hier um alles kümmern. Wir werden den Pontifex darüber informieren, dass ihr in euren Gemächern ruht, Herr. Wie kann ich, alter Mann, wir sprechen, wenn meine beiden Mädchen darauf bestehen, dann überlasse ich euch die Vorbereitung für die heutige Zeremonie. Wir werden uns um alles kümmern, Eure Exzellenz. Ich bringe Vater in seine Gemächer. Danke, Liana. Ich erledige die Aufgaben hier. Ich beginne wohl besser sofort mit den Vorbereitungen für die heutige Zeremonie. Meine Güte, was macht denn das Kind hier ganz alleine? Was ist denn los, mein Kind? Meine Mami, sie ist weg und ich kann sie nirgends finden. Komm zurück, Mami. Lass mich hier nicht alleine. Won't you come with me? Ist ja gut. Lass uns mal deine Tränen trocknen. Soll ich dir helfen, deine Mami zu finden? Kannst du sie wirklich finden? Of course. Natürlich, mein Kind. Die heilige Flamme wird uns den Weg weisen. Wo ich hier eigentlich Vorbereitungen treffen muss. Nein. Ich kann diesen armen Jungen nicht alleine lassen. Wenn ich schnell zurück bin, werde ich wohl noch alles schaffen.
Okay, die Wegeaktion. Führen. Oh. Mögen die Flammen euren Weg weisen. Ja, okay, sie kann auch Leute mit sich herumführen. Wie gesagt, sie kann auch Leute mitnehmen, wie man sieht. Mother. Mami. Young man. Da bist du ja. Oh. Schwester Ophelia. Wie kann ich euch nur danken? Nur, dass ihr euch um meinen kleinen Lausebengel gekümmert habt. Und du, wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht alleine losgehen sollst? Actually. Wir schimpfen nicht mit dem armen Jungen. Er war die ganze Zeit so tapfer und lieb. Thank you so much. Ihr seid zu gütig, Schwester Ophelia. Ich weiß doch, wie sehr ihr in der Kapelle beschäftigt seid. Vielen Dank, dass ihr mir trotzdem geholfen habt. Es ist kein Wunder, dass der Erzbischof so stolz auf seine beiden Töchter ist. Auf seine beiden Töchter? Aber ihr werdet doch sicher wissen, wie stolz er auf euch und eure Schwester Liana ist. Das sagte er? Aber natürlich, fast jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche. Und jetzt komm, mein kleiner Mann. Bedank dich bei Schwester Ophelia und dann müssen wir nach Hause. Thank you. Danke, Schwester Ophelia. Gern geschehen, mein Junge. Aber versuche künftig bei deiner Mutter zu bleiben, ja? Eure Exzellenz. Ich werde alles mir Mögliche tun, um die Tochter zu sein, die ihr euch wünscht. Ich glaube, das bist du schon. If I might. Habt ihr vielleicht einen Moment Zeit, Schwester? Of course. Ja, kann ich euch helfen, guter Herr? Wisst ihr möglicherweise, wo ich seine Exzellenz, den Erzbischof, finden kann? Dürfte ich wohl erfahren, wer nach ihm fragt? Ach, bitte entschuldigt meine schlechten Manieren. Ich heiße Matthias und bin ein Händler des Leonil Konsortiums. Der Erzbischof hat sich großzügigerweise zu einer Transaktion mit uns bereit erklärt. Well then. Ein Händler? Ich verstehe. Freut mich, euch kennenzulernen, mein Herr. Ich bin Schwester Ophelia. Oh. Ihr seid also Schwester Ophelia. Ich habe schon viel von euch gehört. Als der Erzbischof mich kontaktierte, um meine ihn jetzt im Anschluss zu nehmen, erzählt er viel über seine beiden Töchter. Auch hört ich, dass Schwester Liana die nächste Flammenträgerin sein wird. Das Reich ist wahrlich gesegnet mit zwei solch realen Dienerinnen. Tatsächlich hat mich der Erzbischof heute herbestellt, um eure Schwester für die bevorstehende Reise auszurüsten. Ach wirklich? Wir sind euch für eure Unterstützung sehr verbunden. No, no. Gern geschehen, gute Schwester. Es ist die Pflicht der Gläubigen, der Kirche zu dienen, so wie die Kirche uns ebenfalls unermüdlich dient. No. Schwester Ophelia, ihr müsst sofort kommen. Was ist denn los?
It's a disaster. Oh, Schwester Fia, Schwester Fia, es geht um den Erzbischof. Seine Essenz ist zusammengebrochen. But how could... Was? Ich komme sofort. Meister Matthias, verzeiht, dass ich euch alleine lasse, nachdem ihr so weit gereist seid, aber... No, no. Verschwendet keine Gedanken an mich, Schwester. Bitte begebt euch sofort zum Erzbischof. Forgive me. Vielen Dank für euer Verständnis, Herr. Bitte. Entschuldigt mich. Lauf, lauf, lauf. Your Excellency. Eure Exzellenz. Ophelia, please. Ruhig, Ophelia. Hol erstmal Luft. Forgive me, Liana. Verzeih mir, Liana. Aber seine Exzellenz. What his Excellency needs, was seine Exzellenz jetzt am meisten braucht, ist Ruhe. Please, bitte red ihn nicht auf. Of course. Natürlich, Verzeihung. Liana. Yes, Father? Ja, Vater? The pilgrimage. Die Wallfahrt. Die heilige Flamme. Do not worry yourself, mach dir keine Sorgen, Vater. Ich werde den Ritus erfolgreich vollziehen, genau wie du es mir beigebracht hast. Es tut gut, das zu hören. Father. Vater! Vater! Sehr Sorge, Schwester, wie Anna. Er ruht nur. Puh. Liana. Schwester Liana. Geht es euch nicht gut? Es geht mir gut. Ich glaube, ich brauche etwas frische Luft. Ich weiß, dass sie vor den anderen Stärke zeigen will. Aber ich mache mir Sorgen um sie. In Zeiten wie diesen sollte ich bei ihr sein. Lass dich bitte nicht allein. Auf in die Stadt. Wie ist sie da hochgekommen? Das will ich auch jetzt gerade mal wissen. Liana, wie fühlst du dich? Ophelia? Liana! What am I to do, Ophelia? Was soll ich nur tun, Ophelia? Vater, mein Vater ist... Liana. Wenn ich daran denke, was passieren könnte, dann bin ich so ängstlich, so wütend, dass ich das Gefühl habe, mein Herz würde zerspringen.
Doch wenn ich jetzt aufgebe, werden alle die Hoffnung verlieren. Ich muss stark sein. Schon bald muss ich zur Wahlfahrt aufbrechen. Der Ritus kann nicht länger aufgeschoben werden. Wir müssen den Jahrhundertalten Traditionen folgen. Aber meinen Vater zurücklassen, ohne zu wissen, ob ich ihn jemals wiedersehen werde. Verzweifle nicht, Liana. Du hast doch mich. Wir werden einen Weg finden. Ophelia. Vor 15 Jahren hat seine Exzellenz mich aufgenommen. Nachdem ich meine Familie im Krieg verloren hatte, blieb mir nichts und niemand, der sich um mich kümmern konnte. Verzweifle nicht, Ophelia. Von diesem Tag an sind wir eine Familie. Dies ist Liana, meine Tochter, deine neue Schwester. Ich heiße Liana, du kannst mich aber gerne Anna nennen, wenn du möchtest. Was ist denn los mit ihr? Liana, ich fürchte, dass Ophelia etwas sehr Schlimmes durchgemacht hat. Wir sollten sie daher wieder aufmuntern. Gemeinsam werden wir im Lichte der heiligen Flamme unser Glück finden. Ja, Vater, ich wäre die beste Schwester überhaupt für Ophelia. Die ersten Tage im Haus des Erzbischofs verbrachte ich in meinem Zimmer und sprach mit niemandem. Sie war es, die mich aus meinem Panzer befreite. Liana, meine beste Freundin, meine Schwester. Hey, Fili, möchtest du nicht mal rausgehen? Ach, ich weiß. Es gibt einen Ort, den ich dir einfach zeigen muss. Was? Hin lang, hier hoch. Wohin gehen wir denn? Ach, da hinten ist der Weg nach da oben. Ist nicht mehr weit. Komm, wir sind fast da. Da sind wir. Was ist das hier? Vor allen Orten dieser Welt ist dies mein Lieblingsort. Vielleicht könnte es ja auch dein Lieblingsort werden. Ist wunderschön. Nicht wahr? Genau deshalb gefällt es mir hier so. Hier, Fili, das ist für dich. Tja, also möchtest du mit mir spielen? Immer noch nicht? Fili, weinst du? Nein, ich weine nicht. Schön zu hören, wir werden die besten Schwestern sein, Fili. Ich weiß es einfach.
Das fände ich schön, sehr schön. Liana. Das ist abgemacht. Oh, das nächste Mal zeige ich dir mein Lieblingsspiel. Und dann... Nachdem ich meine Familie verloren hatte, war ich überzeugt, dass es mein Schicksal war, den Rest meines Lebens allein und treu zu sein. Aber Liana vertrieb meine dunklen Gedanken und gab mir die Kraft, wieder ins Leben zurückzukehren. Es tut mir leid, dass ich mich so davon gemacht habe. Ich werde an Vaters Seite zurückkehren und bei ihm bleiben, solange ich kann. Yes. Bitte tu das, Liana. Er wird sich schneller erholen, wenn er dich an seiner Seite weiß. Die Erkrankung des Erzbischofs lastet auf Liana schwer als auf allen anderen. Und doch muss sie sich vor einer Mitmenschen verbeugen. Morgen wird sie aufbrechen, um die Blut aus der Höhle des Ursprungs zu holen. Und wenn ich an ihrer Seite die Glut holen würde, dann könnte Liana bei ihrem Vater bleiben. Natürlich könnte auch ich nicht ertragen, ihn zu verlassen. Und wenn ein anderer die Glut holen würde, müsste er auch auf die Wallfahrt gehen und den Ritus vollziehen. Ganz zu schweigen von Betreten der Höhle und ohne kirchlichen Segen, da würde mir mehr drohen als nur eine Standpauke. Das ist sicher. Soweit ich mich erinnern kann, liegt die Höhle des Ursprungs in den Glaubensläufen östlich von hier. Ich muss die Glut einsammeln, damit ich den Entfaltungsritus anstelle meiner Schwester durchführen kann. Dies ist der Weg, den ich gewählt habe. Nur ich muss ihn gehen. Trotzdem würdest du mir helfen? Ich danke euch, werter Reisender. Gewiss hat euch die Flamme an meiner Seite geführt. Lasst uns auf zur Höhe des Ursprungs ziehen. Sie liegt in den Hügeln östlich der Stadt. Ja, jetzt haben wir endlich sie im Team. Okay. Ich werde sie auch gleich mal ausrüsten. Muss aber zuvor irgendjemanden noch mitnehmen. Ich nehme, glaube ich, die Person hier unten mit. Sind wir hier zu fünft. Und Ausrüstung. Optimieren. Okay.
Einmal das. Okay. Da sieht das auch mal so. Und Stäbe muss ich einen neuen holen. Okay. Okay. Fähigkeiten von ihr sind Lichtschaden, Heilen und Wiederbeleben. Besser als nichts. Aber auf jeden Fall war es das für den Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.